Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, alles samt miteinander. No coffee, no work here. Ja, guten Morgen, Kameraden. Wie geht es euch? Heute möchte ich euch einen Bericht vorlesen aus einer Zeitung, Le Parisien, in dem steht, wie es dazu kam, dass die Israelis diesen Hassan Nasrallah finden konnten. Und so ein bisschen die ganzen Hintergründe. Ja? Ich mache den Kaffee mal weg und dann reden wir mal rüber oder drüber. Der Bericht ist natürlich auf Französisch. Ich werde au fur et à mesure, also im Laufe, wie ich vorlese, dann eben auch übersetzen. Okay? Gut, fangen wir mal an. Also die Quelle ist Le Parisien und Le Parisien ist eine Tageszeitung in Frankreich. Die Überschrift lautet folgendermaßen: Une top iranien a permis l'élimination de Nasrallah, selon Le Parisien. Das heißt, ein iranischer Maulwurf hat es erlaubt, Hassan Nasrallah zu neutralisieren. Ja? Ein Maulwurf, wisst ihr besser als ich, das ist, man könnte sagen, ein Verräter. Du hast eine Gesellschaft, eine Community, und inmitten dieser Community hast du einen Maulwurf, oder einen Taub, wie die Franzosen sagen. Und dieser Maulwurf ist nichts anderes als jemand, der eben die Augen und Ohren offen hält, um dann Geheimnisse von innen nach außen zu tragen. Sagt man ja auch oft in der Fußballbranche, wenn zum Beispiel interne Gespräche nach außen dringen, ja, warum, wieso, weshalb, blablabla, blablabla. Und dann gab es eben bei, keine Ahnung, Dortmund oder Bayern München oder Leverkusen einen Maulwurf. Ja. Bekommt man oft zu lesen, in den deutschen Medien auch. Also Maulwurf, ein Spion. Ich lese mal weiter. Le quotidien français Le Parisien a cité une source sécuritaire libanaise selon laquelle Israël aurait été informé par un top iranien de la présence du secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah dans un banlieue sud de Beyrouth. Bevor ich das mal übersetze, nochmal zurück zu Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah war der Generalsekretär der Hezbollah. Hezbollah wird von der ganzen Welt eingestuft als eine Terrormiliz. Und Hassan Nasrallah, der ja vor 3 Tagen bei einem israelischen Bombenangriff in Beirut ums Leben kam, war auch der spirituelle Leader oder Führer der schiitischen Libanesen. Und hier wurde eben gesagt, dass das Gleiche, was ich vorher schon gesagt habe, dass es eben diesen Maulwurf gab und dass dieser Maulwurf die Israelis auf die Spur von Hassan Nasrallah geführt hat. Ja? Und hier steht eben noch zu lesen, dass das Ganze stattfand in einem Banlieue, in einem Stadtviertel im südlichen Beirut. Ich lese weiter. Les Israéliens ont mis le paquet. Das heißt, die Israelis, die wussten, dass Hassan Nasrallah kommen würde von diesem Maulwurf. Ihre Flieger waren schon in der Luft. Welche es waren, kommen wir gleich drauf. Und sie haben abgewartet. Hassan Nasrallah war, so wie es scheint, bei einer Beerdigung. Er war unterwegs. Unterwegs zu seinem Hauptquartier. Und in dem Augenblick, wo er eben losfuhr, kam der Maulwurf ins Spiel. Der Maulwurf hat die Bewegung Nasrallahs an die Israelis weitergegeben. Das heißt, die Israelis wussten ganz genau, wann in welcher Sekunde von der Beerdigung ab Hassan Nasrallah in Bewegung war und wohin er sich bewegen würde. Und wenn hier zu lesen ist, Les Israéliens ont mis le paquet, das heißt, die Israelis haben alle Mittel, also die stärksten Mittel aufgewandt, um diesen Hassan Nasrallah zu neutralisieren. Mettre le paquet, das heißt, volle Pulle, volles Rohr, alles was du hast. Ja? Les Israéliens ont mis le paquet. Ja? Ich lese mal weiter. Les F-35 de l'État hébreu, équipés de bombes anti-bunker, sont en embuscade dans le ciel libanais et attendent l'arrivée de la cible au centre du commandement. Das heißt, die F-35 Kampfjets oder ja, Bomber in dem Fall kann man sagen, die waren in der Luft, die haben unweit am libanesischen Himmel ihre Schleifen gedreht. Die waren voll ausgestattet, also ils ont mis le paquet. Und die hatten panzerbrechende Bomben an Bord. Und die haben auf das grüne Licht gewartet. Au même moment, non loin de là, dans le quartier de Haretrek,
ont lieu des funérailles de Mohamed Hussein Srour, commandant au sein du Hezbollah, de l'unité de drones sur le front du Sud, tué la veille dans une frappe aérienne. Das heißt auf Deutsch gesagt, dass es bei der Beerdigung eben um die Beerdigung von Mohamed Hussein Srour ging. Und Srour war der Kommandant innerhalb der Hezbollah und er war verantwortlich für die Drohneneinheiten. Und es ist anzunehmen, dass eben Hassan Nasrallah auf dessen Beerdigung war. Und dieser Mann, der Kommandant Srour, wurde einen Tag vorher von den Israelis neutralisiert. Damit ihr euch das mal ein bisschen bildlich vorstellen könnt, Nasrallah und fast sein gesamter Stab waren also auf der Beerdigung von diesem Drohnenkommandanten der Hezbollah. Nachdem die Beerdigung fertig war, bewegten sie sich im Konvoi Richtung Süden, in ein Banlieue im Süden Beiruts. In dem Augenblick, wo Nasrallah eben die Beerdigung verließ mit seinem Stab, griff der Maulwurf nach dem Telefon. Der hat seinen Kontaktmann angerufen. Der Kontaktmann gibt die Infos weiter an die IDF. Die IDF funkt die F-35 an, die unweit von Beirut schon ihre Warteschleifen ziehen. Bing! Die Falle schließt sich. Hier sagt man eben, dass Hassan Nasrallah und die wichtigsten seiner Männer, Kommandeure der Hezbollah, alle in einem Fahrzeug waren. Und die haben sich tatsächlich Richtung Hauptquartier bewegt. Ja, ich lese weiter. Dans la même voiture, le commandant iranien du Régiment Al-Quds, l'unité d'élite des gardiens de la Révolution islamique. Das heißt, im gleichen Auto, im gleichen Fahrzeug wie Hassan Nasrallah und einige andere Kommandeure der Hezbollah befand sich eben der Kommandeur der IRGC, Iranien Revolutionsgarden oder des iranischen Revolutionskorps. Einer der obersten Chefs von diesem Korps. Das war natürlich ein mächtiger Strike, der da den Israelis gelungen ist. Ja. Was ich jetzt persönlich ein bisschen auf meine Art und Weise interpretieren möchte, ist ganz klar, es ist immer so, wenn du eine Struktur hast, zum Beispiel militär oder politisch, du hast immer einen Chef und einen Stellvertreter. Du hast immer einen Boss, Kanzler, Präsident, Vorsitzender, was weiß ich, Tod und Teufel, ein Generalsekretär, jemand, der eben der oberste CEO ist, ja, und du hast Stellvertreter, Minister. Und es darf nie geschehen, dass sich zum Beispiel Stellvertreter und Bosse im gleichen Flugzeug befinden. Wenn das Flugzeug abstürzt, aus dem Ausende Gelände, das war's mit der Firma. Und es darf nie geschehen, dass sich der oberste Boss mit seinen Stellvertretern in einem einzigen Fahrzeug befindet. Gleiches Spiel. Wenn das Fahrzeug von einer Drohne angegriffen wird und neutralisiert wird, ist die ganze Führungsriege weg. Es darf nie passieren, dass sich die ganze Führungsriege, egal von welcher Vereinigung, an einem Ort zur gleichen Zeit zusammenfindet. Für mich war das ein massiver Fehler von der Hezbollah. Das hätte so nicht passieren dürfen. Ja? Das hätte so nicht passieren dürfen. Da haben sie, they didn't play the game. Die haben das Spiel nicht gespielt. Oder die haben falsch gepokert. Ja? Ich lese mal weiter. Douz autres commandants participent à cette réunion d'urgence en présence de Hassan Nasrallah. Das heißt, in diesem Bunker unterirdisch, in diesem Quartier General oder Hauptquartier von Hassan Nasrallah, von der Hezbollah, da haben 12 andere wichtige Kommandanten teilgenommen. Es war eine Réunion d'urgence, das heißt, ein wichtiges Treffen, in aller Eile. Ja? Les services israéliens ont attendu que tous se trouvent dans la salle où la milice chiite planifiait ses opérations militaires dans le sous-sol ultra sécurisé au QG pour donner l'ordre de bombarder. Das heißt auf Deutsch, die Israelis haben so lange gewartet, bis sie alle unten waren im Bunker. Alle. Die ganze Führungsriege der Hezbollah. Und als sie dann grünes Licht hatten, als sie wussten, jetzt haben wir sie alle drin, dann haben sie zugeschlagen. Dann haben sie ihre Bomben frei oder losgelöst. Und es ist keiner rausgekommen aus dieser Falle. Hier steht weiter zu lesen. Und tu, le pilote du Tzal, lâche 6 bombes de 2 tons chacune. Das heißt, hier wurde gesagt, dass es sich bei diesen Flugzeugen um eben F-35-Bomber handelte. Die Piloten
haben insgesamt 6 Bomben freigelassen oder losgelöst oder abgefeuert, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte, ja, von jeweils 2 Tonnen. 6 Bomben von jeweils 2 Tonnen. Diesbezüglich habe ich andere Informationen und diesen Informationen gehen wir mal auf den Grund. Aber bevor wir das machen, arbeiten wir den Artikel nochmal auf. Ja? Wenn schon, denn schon. Wer A sagt, sagt auch B. Wir machen weiter. Il s'agit de la plus grande attaque qu'on ait connue depuis 2006. Es ist also die größte Attacke, die der Libanon über sich ergehen lassen muss seit 2006, seit dem Jahr 2006. Die Explosion, ausgelöst durch diese Bomben, war bis ins Centre-Ville, das heißt bis in die Stadtmitte Beirut zu hören. Das heißt, dieses Quartier, dieses Stadtviertel, wo eben der Anschlag stattfand, war ein bisschen vorgelagert im Süden Beirut, war weit von der Stadtmitte entfernt. Man hat aber die Explosion bis reingehört in die Stadtmitte. Une épais nuage se dessine au-dessus du quartier général du Hezbollah. Das heißt, man sah eine riesige Staubwolke über dem Hauptquartier der Hezbollah. Des bâtiments qui le constituent une resquée de gravats au milieu d'un cratère géant de 30 mètres de profondeur. Die oberirdischen Gebäude, die auf dem Hauptquartier standen, das war ein Wohnkomplex, ja, teilweise mehrstöckig, 6 Stöcke und so weiter, etc. pp. Es waren auch 6 Gebäude, waren große Gebäude. Es waren Residential-Gebäude, da haben Leute drin gewohnt, also Zivilisten. Der war nach diesem Angriff nur noch ein Haufen Schutt und Asche. Und inmitten von diesem Haufen Schutt und Asche hat man eben einen riesigen Krater gesehen von etwa 30 Meter Tiefe. Ja. Ja, liebe Freunde, hier haben wir schon die Gegendarstellung. Sie ist auf Englisch und man sieht hier auf dem Foto diesen immensen Krater. Man sieht in der Mitte das Loch, das eben von diesen Bomben hinterlassen wurden. 30 Meter Tiefe, so sagt man. Und hier, wie gesagt, eine Gegendarstellung zu dem, was ich vorher gesagt habe, was eben in diesem Parisien stand. Und hier steht zu lesen, es waren 8 US-made, also US-gemachte F-15 Kampfflugzeuge, also keine F-35, sondern F-15. Und die hätten 85 1-Tonnen-Bunkerbuster abgeworfen. Ja, was ein Bunkerbuster ist, das erkläre ich euch nachher. Es wären also F-15 gewesen, keine F-35. Da scheiden sich jetzt mal die Geister. Und es wären insgesamt 85 Bomben abgeworfen worden. Und jeder von ihnen war ein sogenannter Bunkerbuster. Wobei wir schon bei den Bunkerbustern wären. Bunkerbuster, Bunkerzerstörer. Diese Dinge arbeiten meines Wissens nach dem Hohlladungsprinzip. Müsst ihr euch vorstellen, das sind Lenkflugkörper oder Bomben teilweise. Die werden aus großer Höhe abgelassen oder eben abgefeuert. Erreichen eine sehr große Höhe. Sie fallen herunter. Die haben panzerbrechendes Material an Bord, kann man so sagen. Ja. Wie gesagt, nach dem Hohlladungsprinzip. Taurus wäre so eine Möglichkeit. Ja. Die haben eine Komponente konventionell und teilweise auch nuklear. Wobei die konventionelle Komponente dafür sorgt, dass eben so viel Material wie nur möglich aus dem Weg geräumt wird. Durch Explosion. Das heißt, die ganze Sprengkraft richtet sich nach unten, der Erde entgegen. EPW, Earth Penetrating Weapon, so könnte man das sagen. Konventioneller Part, rein in die Erde, Hohlladungssystem. Alles, was nicht dazugehört oder was man nicht brauchen kann, wird durch Explosionen aus dem Weg geräumt. Es werden mehrere Etagen durchgebohrt bis nach unten. Und dann kommt der eigentliche Bunkerbuster zum Tragen. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Ganze konventionell, nur konventionell, oder es kommt eine nukleare Komponente ins Spiel. Wenn bei diesen dort abgelassenen oder eingesetzten Bunkerbustern nur konventionelle Komponenten dabei waren, dann konntest du mit einer Bombe jeweils nur ein Ziel bekämpfen. Wenn aber auch nur einer von diesen Bunkerbustern eine nukleare Komponente hatte, dann reicht eine Bombe, ein Bunkerbuster oder ein EPW, um ein ganzes Bunkersystem zu zerstören. Und genau das, glaube ich, war der Fall bei diesem Angriff auf Nasrallah vor 3 Tagen. Es wurden also mehrere Bunkerbuster eingesetzt und sicherlich einige davon mit einer nuklearen Komponente, sodass man sicher gehen konnte,
dass Nasrallah in seinem Hauptquartier und alle, die mit ihm waren, zur gleichen Zeit neutralisiert wurden. Man kann davon ausgehen, dass es sich um eine Tandem-Hohlladung handelte. Auf jeden Fall haben wir es hier zu tun mit dem Werk eines EPW oder einer EPW, Earth Penetrating Weapon, einem Bunkerbuster, vielleicht möglicherweise eventuell mit einer nuklearen Komponente. Ich sage hier vielleicht möglicherweise eventuell, weil wir es ganz einfach nicht wissen. Wir wissen es nicht, wir könnten es vielleicht hinten raus erfahren, denn wenn eine nukleare Komponente dabei war, dann wird es vor Ort eine minimale radioaktive Strahlung gegeben haben. Das wird aufgeklärt, ganz klar. Und es könnte sogar sein, dass wir in der Gegend, in dem gleichen Quartier, einen minimalen radioaktiven Fallout haben. So, liebe Freunde, das war's für heute. Jetzt habt ihr die Geschichte, wie das Ganze passiert sein könnte. Die Ereignisse, die dann zum Tod des Generalsekretärs der Hisbollah, Hassan Nasrallah, geführt haben. Ja? Zur Erinnerung, Hassan Nasrallah war auch gleichzeitig der spirituelle Leader der libanesischen Schiiten. Und schauen wir, wie die Sache im Libanon weitergeht. Ich wünsche euch da draußen Gesundheit. Ich wünsche euch allen Schutz, Sicherheit und Frieden. Ich wünsche euch eine kräftige Portion Gerechtigkeit. Dieses Privileg hat nicht jeder, haben nicht alle Gerechtigkeit. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist Krieg ist Scheiße. Tschüss, Servus, ich melde mich ab. Danke fürs Zuhören. Bye, bye.